Jo Leute, willkommen zu einem weiteren kurzen neuen Shop-Video. Schauen wir gemeinsam wieder mal, was in den Shop reinkommen wird. Und deswegen gehen wir auf den Shop drauf, denn in 7 Sekunden ist der Shop auch schon da. War ein bisschen knapp, aber 3, 2, 1 und mal schauen, was heute reinkommt. Okay, ich sehe nichts Neues. Ja, nichts Neues heute, aber der Skin von gestern ist nochmal hier. Und zwar der Totenschütze, der kam gestern rein. Legendärer Skin, der wirklich heftig aussieht. Einmal hier in der Standardversion und einmal hier ohne Kopfbedeckung. Ja, finde ich, ist ein sehr cooler Skin. Dazu gab es auch hier die Spektralsense. Hat einen sehr nicen Ton und sieht auch wirklich heftig aus. Und hier einmal die Lackierung, Welle des Todes, auch passend zum Skin, die wirklich auch sehr nice aussieht. Ja, das sind hier die Gegenstände von gestern. An nächster Stelle gibt es hier nochmal den Ruby-Skin. Ja, dieser komplett rot gehaltene Skin mit den zwei Streifen. Überall diese zwei Streifen, sieht wirklich auch mega nice aus. Dazu gibt es einmal hier die Streifenschlitzerhacke. Auch diese Hacke hat überall so zwei Streifen, genauso wie Himmelsstreifen der Gleiter, ebenfalls mit den zwei Streifen, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Dann gibt es an letzter Stelle noch einmal ein weiteres Set, und zwar das Set mit dem Mobster-Skin. Dieser lustige Mob-Skin sieht wirklich sehr nice aus. Sehr lustiger Skin, dazu gibt es einmal hier die Kauknochenhacke. Und hier auch noch eine Lackierung, und zwar die Wuff-Lackierung. Und ja, die ist okay, aber nicht so mein Fall. Aber auch nochmal hier im Shop. Das sind auch schon hier die gesamten vorgestellten Gegenstände. Und auf jeden Fall könnt ihr gerne mal ganz kurz rechts unten hier auf eine Schütze einen Creator klicken und hier den Code Detour eingeben. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Und wir machen direkt weiter mit den täglichen Gegenständen. Hier gibt es ganz vorne einmal die Schattenagentin nochmal. Ein sehr, sehr alter Skin, der wurde letztens verändert. Da gab es ja hier das Rückenteil und den neuen Stil dazu. Finde ich auch noch ganz cool, kann ich nur empfehlen. Und an nächster Stelle gibt es hier die magischen Schwingen. Hier einfach dieser Gleiter von dem Event von damals. Auch nochmal zurück, finde ich mega nice. An nächster Stelle gibt es hier sauberer Groove, das Emote. Ja, ganz entspanntes Emote. Auch nochmal hier zurück. Und darunter gibt es hier den Lightshow Skin. Ja, so ein Skin halt mit mehreren Farben gemischt, fällt auf jeden Fall ziemlich auf und ist zurück nach 76 Tagen. Ansonsten gibt es hier die Holoscan-Lackierung auch nochmal zurück, circa zurück nach 2 Monaten. Auch sehr, sehr cool, gefällt mir, ist halt mal was ganz anderes. Und an letzter Stelle gibt es hier Tifa Depp. Ja, der macht hier einfach einen Depp, auch zurück nach 62 Tagen. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit dem Shop. Mehr gibt es heute nicht, leider nichts Neues, aber das war's mit dem Video.